Und damit willkommen zu einem neuen Video der Frage. Heute analysieren wir den neuen Trailer der Cassian Andor Serie. In der Serie geht es, wie viele nicht wissen, um Cassian Andor, der Spion der Rebellenallianz, den wir auch von Rogue One kennen. Das Ganze spielt hierbei circa 5 Jahre vor der Erbeutung der Todessternpläne, also den Ereignissen von Rogue One. Und diese spielen natürlich auch vor der vierten Episode, nämlich Eine neue Hoffnung. In dieser Serie sehen wir natürlich auch die Kindheit von Cassian Andor und das ist auch hier wahrscheinlich im Trailer der Fall. Der Trailer beginnt mit einem Gong, der durch Zerhämmer verursacht wird. Wir wissen nicht genau, um welchen Planeten es sich handelt. Das könnte hier durchaus die Heimatwelt von Cassian sein. Wir wissen, dass er von Fest stammt. Dies ist eine sehr, sehr arktische und kalte Welt, ähnlich wie auch Hoff. Wir wissen, dass Cassian Andor 26 Jahre vor der Schlacht von Yavin geboren wurde. Heißt, es könnte sich hierbei theoretisch um die Kindheit von Cassian handeln, den wir hierbei auch sehen. Und wir sind hier auch eine Art Wallplaneten und Kinder sowie Arbeiter. Es ist hier auf jeden Fall einige Aufruhr zu sehen, welche durch das sich nähernde Raumschiff verursacht wird. Allerdings handelt es sich hierbei höchstwahrscheinlich nicht um ein Flashback, sondern eben um jemanden, der auch von Cassian dann geholfen wird. Wir sehen hier auch, dass Cassian später in diversen Sequenzen zu sehen ist, zum Beispiel wie er hinter eine Mauer späht. Wir sehen hier auch zum Teil das Imperium und neue Charakter, die ich jetzt auf den ersten Blick nicht wiedererkennen kann, sowie auch weitere Sequenzen von dem besagten Wallplaneten, aber auch einem Meeresplaneten und natürlich weitere Shots vom Imperium und der Akademie. Zudem wissen wir auch, dass Cassian gesucht wird, weil er eben ein Rebellenanführer ist. Außerdem bekommen wir sogar einen Einblick in den Senat und verschiedene Shots. Hier beispielsweise sehen wir am Ende, dass ein Raumschiff weggesprengt wird, beziehungsweise eine Art Gleiter. Wobei der Trailer mit Cassian endet, der in den Hyperraum springt. Auf jeden Fall ein Trailer, der schon mal sehr vielversprechend aussieht. Man muss hier sagen, wir haben im Vorhinein nicht wirklich viel über die Cassian Andor Serie mitbekommen, weil es ja eben im Vergleich zur beispielsweise Kenobi Serie nicht unbedingt den beliebtesten Charakter thematisiert, sondern ähnlich wie Mando, aka Din Djarin, ein Charakter, der wahrscheinlich erst durch die Serie wirklich beliebt wird. Auch wenn man sagen muss, dass wir eben durch auch Rogue One, Jyn Erso und Co. natürlich schon einen Einblick auf den Charakter hatten und natürlich den Charakter auch mögen. Dennoch steht er quasi noch im Schatten von Charakteren wie Han Solo und das wird sich hier hoffentlich ändern. Aber schreibt mir dann auch gerne in die Kommentare, was erwartet ihr von der Cassian Andor Serie? Ist mir irgendwas entfallen und was habe ich hier vergessen zu erwähnen? Vielleicht seid ihr da besser informiert als ich, aber ich wollte euch hier meine Meinung mitteilen und damit würde ich auch sagen, das nächste Video erscheint, wenn ein neuer Trailer veröffentlicht wird. Schaut euch auch gerne unsere weiteren Videos in der Playlist an und abonniert den Kanal, wenn ihr keine weiteren Star Wars Videos mehr verpassen wollt. Und damit sage ich für heute Tschüss und möge die Macht mit euch sein.